Scheiß kümmerst. Nein. Naja. Aber es sind eh nur noch 4 Gegner eigentlich offiziell, ne? 3-4 Gegner. Ja, welches Ding ist denn das Richtige? Ich traue Baby das zu, dass sie das ohne Probleme schafft. Wenn sie nicht vorher erschossen wird. Ja gut, dann müssen wir halt den Checkpoint nochmal ansetzen. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet von euch. Und? Fühlt sich schon der Druck? Der Verdächtige wurde als Krimineller mit dem Straßennamen Baby Pennywise 1 identifiziert. Vor allem der Kriminelle. Ja, der Verdächtige sollte mit der Kuh Crazy YouTube mit einer Decke strecken. Ich doch nicht. Ne? Los Santos in Peking wird einfach ein Gnadenlos um den Titel der Stadt mit der höchsten Umweltverschmutzung. Ich bin bei Dings drin. Hier bei Visa News. Polizei, da bricht Kampf zwischen betrunkenen Polizisten bei einem Polizeigrill fest. Oh. Bin wieder da. Wir sind alle drei verreckt, also Markus. Markus und ich hat's auch erwischt. Yvonne? Ja? Das kommt mir so bekannt vor, die Chose. Ja. Jetzt sitzt man wieder hier alleine mit dem Fingerteil, oder? Genau. Markus? Was? Das ist uns auch schon bei unserer Mission bei mir passiert. Da war ich auch mit 4 Leuten und Yvonne ist allein. Ah, also ich muss bis jetzt ganz ehrlich sagen, ich finde die ganze Sache hier Müll. Da mache ich lieber die alten Überfälle, da hattest du wenigstens eine Chance, die auch irgendwie vernünftig zu erledigen. Perfekt. Dann musst du den Fingerabdruck vergleichen. Aber hier eine Handvoll Munition für respawnende Gegner, die in Massen respawnen, also weiß nicht. Da muss auch irgendeiner betrunken gewesen sein beim Erstellen. Eieieiei. Meine Eltern wollten mir was zeigen. Ich sag nur 50 Zoll mit HDMI und das neue für die PlayStation und alles gut. Wie weit bist du, Ivan? Letztes Teil. Oh. Markus, 126 Zentimeter. Das sind Sachen, die wollen wir nicht wissen. Wie lange der ist, das ist. Vor allem, was willst du mit 126 Zentimeter? Was soll denn da reinpassen? Da sehe ich dann mehr Gegner. Ich würde mich jetzt kaputt lachen, wenn nachher dann hier kein Checkpoint war. Das mache ich dann aber gleich, da habe ich dann keinen Bock mehr. Da bin ich dann raus aus der ganzen Geschichte. Ja, ich denke aber, es hört sich zumindest der Checkpoint an. Dann, wenn du willst. Dann bleibe ich noch einen am Tier und gebe den Katzen nachher Futter. Fahre ich nachher mal mit dem Bus hin. Futter. Wie läuft's, Baby? Ich hab's. Ich hoffe, dass wir jetzt nochmal reinjoinen dürfen. Diese Verarschen für gefehlt. Dass das nur für den Checkpoint gilt. Oh, ich hab gefehlt, ernsthaft. Ah, ich hasse das Ding, ey. Ich hasse das auch, aber die ganze Mission.
Ich sag dir eins, das ist ein schlimmeres Fingerteil, ey. Zum Scannen. Schlimmer als die, die ihr kennt. Nein, ich meine, ich rede von dem ganzen Überfall. Ich finde das Ding Schrott. Da haben die normalen Überfälle damals hier mit dem Human Labs und so, das hat wenigstens noch Spaß gemacht. Aber du, ich sag so, danach, wenn die dir abgeschlossen hat, wenn sie noch mehr die Vorbereitungen machen. Und beziehungsweise läuft er dann ein bisschen anders. Du hast quasi wie beim Casino mehrere Variationen. Ja, aber weiß ich nicht, ob ich da so groß Interesse dran hätte. Im ersten Moment ist das ja alles ticky easy neu. Aber irgendwann. Und ich will nicht wissen, wie viele Leute das schon probieren. Thomas, rechne dir einfach mal die Pros und Kontras hoch, wie viel Geld du alleine mit Stunt drin machen könntest in der Zeit, die wir hier gebraucht haben, für das, was wir am Ende hier rauskriegen. Da hast du das Dreifache mit Stunt drin gemacht. Das ist halt das, was mich an diesen Überfällen hier gerade stört, an dem Casino-Überfall und an dem hier. Dass halt einfach die Zeit, die du da investierst, sich am Ende nicht rentiert. Yes, baby. Vor allem für die Preise von den Sachen, was du jetzt immer verlangst. Viel Spaß, Simon. Ich bin wieder allein im Keller, ich kann nicht mal den Bonus-Sack-Kram wiederholen. Na, schaut dir schön zu. Ja, ja. Den Code für ein Tresor kriegst du aufs Handy, ne? Ich weiß, ich muss jetzt mit dem gerade den Stock oder beiseite schieben. Hm. 6, 5, 4, 5, 7, 3, oh Gott. Ich will das stärken kann. Ich hoffe, dass wir dann gleich an meinem Flüchten nicht, dass sie wieder alleine neu ist. Ich befürchte aber schon. Du, bis sie stirbt, ist sie alleine. Sagen wir, wir keinen neuen Check können. 6, 5 fast, ne? Das war's, 4, 5? Richtig. Was war das letzte nochmal? Keine Ahnung. Da guck ich nochmal kurz nach. Ich bin 7, auch... 3, okay. Ich bin mal gespannt, wenn die ersten kommen, die dem Haus. Ich hab das doch gar nicht aktiviert, das ist aber wirklich verarscht, Alter. Ach, Mann. Oh, wenn ich schnarche, bin ich eingeschlafen. Markus. Was denn? Ich bin mal gespannt, wenn der erste wieder, der Link rauskommt zum Haus. Mit den Scheiß ab. Zoffen. Sehr gut. Das kann ich nicht holen. Das ist ein Teamkameraden, Mauch. Hau ab, du Sau. Hier, komm, ich komm rein, lebt noch, der lebt noch. B! Irgendwo mitmachen. Ist wieder raus. Ja, entkomme den Anwesen. Alleine mal wieder, ne? Das ist doch so typisch, ey. Ja, wenigstens noch ein Gemälde eingesteckt für uns, ne? Das kann lustig werden, Leute. Nee, will ich nicht sagen. Mein Bruder ist nebenan am Chatten an seinem PC. Natürlich komme ich da nicht durch, warum auch immer. Wo ist denn hier der Stock oder schießt, ey? Ja. Der steht an der Ecke, an dem Haus. Mit dem Ding. Ach, da bist du doch deine Energie hinter dir, hinter dir! Oh, Scheiße. Der ist vorne und hinten einer kommt, ne? Geht's nicht gut, ey. Was für Tabletten hast du? Genau. Ich hab den Cayo Perico heißt Langeweile Mega Tablette genommen. Ich frag ja nur. Ich
Also irgendwie. Der ist in seinem Beruf wahrscheinlich dafür dann war den Scheiße zu sein. Ich weiß nicht, wie weit, wo wir den Checkpoint jetzt kriegen. Ob wir den wieder zurück an der Stelle bekommen? Nö, wir sind jetzt hier, wo wir eingestiegen sind ins Anwesen. Ja, das ist der Checkpoint. Das meine ich doch. Was schießt denn hier so wieder von der Seite, ey? Wie oh, der hier unten hat irgendwas. Ja, ich hab auch gesehen. Der hat nicht gekommen, ne? Ich glaub, der hat die Schlüsselkarte. Fuck you, du! Da ist einer mit mega Gepanzerung und so. Den wollte ich. Wollte ich mir nämlich holen, aber dann sagte das Spiel, nö, ist nicht, den kriegst du nicht. Achtung bitte da drauf, da unten ist einer mit einer schweren Panzerung. Der geht mal wieder bei mir so lahm, als ich in Deckung, ey. Geil. Wer ist denn tot gegangen? Wir hätten noch ein Team gehen. Nee, das ist ja verbraucht, wenn einer stirbt. Okay. Viel Spaß. Gut, den Panzerung habe ich. Markus, du bist der Letzte. Den Panzertypen habe ich aber noch mitgenommen. Ich habe mal nur kurz eine Frage. Machen wir dann irgendwann auch nochmal was Sinnvolles? Oder wollen wir uns jetzt hier ewig nicht mit diesem Scheiß hier befassen? Ja, ich würde das schon gerne irgendwie durchziehen, komplett. Soweit es irgendwie möglich ist. Es dauert halt ein bisschen, klar. Aber. Was habe ich denn vor dir? Jetzt direkt um die Ecke ist einer, ja. Zwei Mann, genau, hast gesehen. Gut. Ach, da eine Seite kommt auch noch einer. Da im Rücken jetzt. Gemeinsam zum Tresor und dann eigentlich gemeinsam auf der Brücke, ne?